Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir sind im Kerker und haben die... Nee, haben wir nur einen Griff gefunden? Nein, okay. Da bin ich aber froh. So, denn die Brieftaube kann uns endlich erreichen und wir können den Brief lesen von... Mercedes. Ach. Dafür sind die Körner. Ich dachte, wir machen irgendwie eine magische Bohne oder so. Na gut. Lieber Aaron, ich wurde gezwungen, die Frau des Grafen de Monte zu werden. Monteo zu werden, um das Leben von Menschen zu retten, die mir zur Seite stehen. Der Graf hat mir erzählt, dass du ins Gefängnis geworfen wurdest. Diese Brosche wird dir zur Flucht verhelfen. Bitte pass auf dich auf, Mercedes. Ach, schön. Ist das nicht romantisch? Ich frage mich nur... Wir brauchten noch sonst immer zwei. Was? Stop right there. The other guards are looking for you as well. You can't run. I'll help you get out of here. My name is Louis. I'm one of the Musketeers. The Cardinal wants to take the throne in your brother's stead, so we have to hurry up to the Lesser Hall. Natürlich möchte der Kardinalkönig werden. Das war ja sowas von klar. Und deswegen wird Monteo wahrscheinlich auch das Geld bekommen haben, um seine ganzen teuren Festivitäten zu bezahlen. Ja, ich glaube, ich muss etwas mit diesem Rohr machen, wenn ich den Brunnen trockenlegen will. Naja, wollen wir das auch? Eigentlich doch nicht. Ein Stein. Können wir ihn zertrümmern? Okay. Ein Schloss? Na, wer hätte es gedacht? Ich muss kreativ werden, um ihn zu öffnen. Ja, wie immer. Hier meine Kiste. Die kriegen wir wahrscheinlich auch noch nicht auf. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal entrosten. Nee, ich dachte, wir könnten die Schaufel nehmen. Als Vogelhaus ist süß. So, was haben wir denn hier? Na, dafür brauchen wir die Säge. Wir können ja gar nicht da drüber gehen. Also, das funktioniert nicht. Wir haben 7 Teile gefunden. Ich bin ja überrascht. Aber wie schön ist das bitte hier. Kommst dir so raus nach deiner Krönung, winkst so huldvoll dem Volke. Ach ja. Königliche Briefkasten. Der sieht ja schon ein bisschen komisch aus. Tja, was haben wir? Ach so, warte mal, wir haben ein Tuch. Nee. Na gut, hätte mich jetzt auch gewundert. Ach so, können wir es nicht mit der Münze? Nein, und Essig. Essig. Ach so, Essig für die Säge wahrscheinlich. Gasse am Palast. Oh, also wenn das eine Gasse ist, dann... Oi, oi, oi.
Ja, hier mein Tier, das muss mal wieder gefüttert werden oder bespaßt werden, wie auch immer. Oh nein. Diese Figurenbäume. Oh nein, schon wieder der Wolf. Huch, schöne Mercedes. Warum bist du so kalt zu mir? Du bist wie diese Rosen, genauso schön und es tut genauso weh, wenn man von deiner Schönheit getäuscht wird. Graf Monteo. Dieser Idiot will es einfach nicht kapieren. Oh. Tschüss. Okay, wir haben eine Spindel. Damit können wir uns erstmal Garn machen. Ich brauche etwas, um zurückzugehen, wenn ich das Labyrinth betrete. Sonst könnte ich mich verlaufen. Ich verstehe. So, das können wir haben, aber das andere nicht. Metallflock. Warte mal, Metallflock. Nee. Und ein Stein. So, was möchtest du denn haben, Mäuschen? Ein Schmuckstück. Achso, nee, dafür brauchen wir eine Karte oder beziehungsweise einen Faden oder sowas. Ach so, dafür die Spindel. Ich verstehe. Feuerstein. Oh, sorry. Schnell wieder aufheben. Ach, das geht nicht. Schade. Ja, gut, das geht auch nicht. Dann haben wir ja noch das hier mit. Den Stein. Boah, ich will auf den Balkon. Komm, das Streifenhörnchen werden wir doch nicht. Nee. Gott sei Dank. Das ging ja mal einfach. Ich ahne Schlimmes. Also wir gehen geradeaus. Dann gehen wir nach links. Ja, was kann ich benutzen? Keine Ahnung. Bretter? Fliegen? Gehen wir erstmal nach links. Okay, da kommen wir nicht hin. Wir müssen nochmal zurück und dann nach rechts. Hey, habe ich irgendwie was übersehen, wo wir was mitnehmen konnten? Nee, das ist der Eingang. So. Ah. Okay, gehen wir wieder zurück und dann. Rollen wir den Teppich aus. Gut, dafür braucht man eine Säge oder irgendwie was für die Nägel. Ein Brecheisen. Dieser Wolf. Oh nein. Okay, wir können es anzünden. Nee, Quatsch, ich war doch schon da. Boah, sind wir bald da? Na endlich.
tun. Also der feiert sich ja mal. Was ist denn da auf der Treppe? Lava oder so. Also Lava, Feuer, Glut, was auch immer. Gut, können wir uns denn erstmal ein Liedchen spielen? Nee. Eine Armbrust. Wachenabzeichen. Warte mal. Da müssen wir irgendwas abdecken. Guck mal ganz kurz hier nach dem... Ah, da. Sehr schön. So, was brauchen wir hier? Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Münze oder sowas. Das kann doch nicht der kleine Saal sein. Ey, warte, da lag doch noch eine Schraube. Nee. Und was müssen wir hier machen? Schneiden. Den Griff können wir nicht mitnehmen. Okay. Also hier ist was zu tun und da. Wir können hoppen. Ja, können wir. Armbrustwachen. Ich glaube nämlich, nee. Auch nicht, schade. Warte. Warte. Nee. Also die Armbrust können wir auf jeden Fall gebrauchen, um da oben das runterzuschießen. Aber die ist ja noch nicht vollständig. Da? Nee. Palastsaal. Also sieht so aus, als würden hier zwei Tasten fehlen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass wir hier nichts weiter machen. Nee. Okay, aber hier war noch was zu tun. Ja, wir haben gar nicht mehr im Inventar. Okay. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir fragen mal unseren kleinen Ratgeber. Hier müssen wir hin. Ja, aber das bekomme ich ja nicht ab. Ach komm schon. Gut. Und dafür die... Hä? Die Schraube könnte ich gut gebrauchen, aber die Schraube ist weg.
The guards caught me and brought me to the Cardinal. He told them to leave me here until the rest of the Musketeers are caught, so he can personally execute us. Die Wachen haben mich gefangen und zum Kardinal gebracht. Er befahl ihnen, mich hier zu lassen, bis der Rest der Musketiere gefasst ist, damit er uns persönlich hinrichten kann. Ach Mensch, wie ist denn das passiert? The Cardinal is planning to make the Prince watch his loyal Musketeers die and then murder him. Der Kardinal will den Prinzen dazu bringen, seine treuen Musketiere zu sterben zu sehen und ihn dann zu ermorden. He wants to make it look like Guinelle died at the hands of the Musketeers and the Cardinal saved the kingdom. Er will es so aussehen lassen, als wäre Guinelle durch die Hand der Musketiere gestorben und der Kardinal hätte das Königreich gerettet. I heard that the prince has been abducted from the castle, but the cardinal's men already know his whereabouts. Ich habe gehört, dass der Prinz aus dem Schloss entführt worden ist, aber die Männer des Kardinals wissen bereits, wo er sich aufhält. Please, get me out of here so I can stop him. Bitte, hol mich hier raus, damit ich ihn aufhalten kann. Aber natürlich machen wir das. Ich sollte mich beeilen, unsere Zeit läuft ab. Geh in den kleinen Saal. Was, das ist der kleine Saal? Das ist doch kein Saal. Das ist eine königliche Abstellkammer. Was ist denn das für ein Kamin? Ja, interessant. Ich weiß, eine Bombe anzufassen ist ziemlich gefährlich, aber es könnte nützlich sein. Okay, wir haben ein Märchenbuch, also ein Hinweis. Aaron, der Kardinal führt etwas im Schilde. In letzter Zeit gab es Unruhen um mich herum. Ich hoffe, du kannst meine Schwester beschützen, egal was passiert. Ich weiß um deine Gefühle für sie und dass sie dich liebt. Sei dir sicher, dass ich eure Verbindung voll und ganz gutheiße. Es gibt nicht viele in unserem Königreich, den ich vertrauen kann. Aber du bist einer von ihnen, Guinelle. Ach, es ist so schön, wenn jemand an dich glaubt. Das stimmt allerdings. Was haben wir denn hier? Okay, das müssen wir reparieren, was auch immer es ist. Ich dachte, wir müssen das Buch hier hinstellen, aber nein. Vielleicht später. Huch! Dummer, ist nach runtergefallen. Ach so, ein Schmuckstück. Ja, cool. So, Weintraubenpuzzleteil. Achtung. Den Arm, den müssen wir leider noch hier sitzen lassen. Ich vermute mal, hier müssen wir irgendwas reinmachen, damit wir dann... Nee. Teilflock. Ja, ich kann dir gerade noch nicht helfen. Deshalb muss ich nochmal zurück. Weitergekommen sind wir nicht. Wir haben ein Hinweisbuch. Aber was soll ich damit machen? Warte mal, vielleicht? Nee. Hinweis. Boah, ist überall was zu tun. Und ich finde nichts. Ist ja richtig peinlich. Ich muss ja immer den Tipp fragen, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Gut, das hat nicht geklappt. Schade eigentlich. Okay, aber wir konnten schon mal den Stein hinlegen. Und weiter kommen wir hier auch nicht. Dann gehen wir da nochmal hin. Nee. So brauchen wir die andere Scheibe. Gut, aber wozu brauchen wir das Hinweisbuch? Teilflocke. Mehr war ja hier eigentlich auch nicht. Nee. So, hier haben wir noch die Bienen.
Könnt ihr auch das Buch anzünden, dann würde Rauch entstehen. Aber nee. Tja. Also ich muss ja immer irgendwas Extremes übersehen. Fuchs können wir noch nicht ablenken. Wir könnten ihm was vorlesen. Ah, ist ja gar nicht der Fuchs, das ist das Streifenhörnchen. Gut, man gut, dass wir es nicht anzünden müssen. Okay, wir müssen zurück. Wir müssen zur Kutsche. Ja, aber wie soll ich denn die aufmachen? Ach, Quatsch jetzt. Keine Ahnung, was wir da machen sollen, aber Gut, dann ich gerade ein bisschen verwirrt. Hinweisbuch. Wir haben ja auch noch die Bombe. Warte mal, das? Nee. Nee. Also mitnehmen kann ich hier nichts. Und dann haben wir ja noch den Kamin. Befreien können wir ihn nicht. Düdüm. Ja, gute Frage, wo wir einen Hebel finden. Ich weiß es nicht, ich muss nochmal den Tipp fragen. Ich bin echt lost. Weil ich habe auch nichts zum Hinlegen. Ich habe eigentlich gar nichts. Ach, jetzt konnte ich das hinlegen. Stecke alle Stifte in die Scharniere. Einige Stifte bewegen sich abhängig von den anderen. Nimm Nadeln heraus oder füge sie ein, indem du sie anklickst. Warum der hier immer mit aufgeht, keine Ahnung. Ist ja wieder mein Lieblingsspiel hier. Also, die sind jetzt unten. Eigentlich müsste der raus. Ja, jetzt haben wir aber noch einen. Kommt raus. Ah, nein, es ist der obere wieder. Ja. Nein, da wollte ich doch nicht hinein, nicht abstürzen. Ich wollte dahin. Oh.
Appetit. Okay, wir gehen mal. Wir gehen mal ins Hauptmenü. Oh nein. Oh komm schon, was ist los? Ich überhaupt irgendwas machen? Ich kann gar nichts mehr machen. Jetzt ist es abgestürzt. Okay. Ihr Lieben, dann machen wir erstmal hier einen Cut und ich starte das Spiel nochmal neu. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.